Auch Wahlen werden auf den letzten Metern entschieden und Amtsinhaber können verlieren. Markus Söder, der bayerische CSU-Finanzminister, ist überzeugt, das Wahlergebnis in NRW ist eine Erdrutschwahl. Der Schulz-Effekt zieht die Partei weiter runter. Das gibt der Union in Berlin starken Rückenwind. Ulrich Mattes, der Schauspieler und SPD-Wähler, sagt, dass sich Martin Schulz von Hannelore Kraft einen Maulkorb verpassen ließ, das hat sich jetzt gerecht. Er muss nun konkreter werden, wenn er im September noch eine Chance haben will. Christiane Hoffmann, die Journalistin aus dem Spiegel Hauptstadtbüro, sagt, die Chancen für die SPD stehen in der Tat schlecht. Doch es gibt immer noch diese Sehnsucht nach Erneuerung im Land. Aber ob Martin Schulz die noch mal wecken kann? Hajo Schumacher, der Autor, stellt fest, die SPD hat die Wähler völlig falsch eingeschätzt und sich zu sicher gefühlt. Eines ist klar, die Wähler sind heutzutage unberechenbar und deshalb sollte sich die CDU jetzt nicht zu sicher fühlen. Ja, in der Trauerarbeit hat ja schon fast Routine. Zum dritten Mal musste Martin Schulz nach einer krachenden Wahlniederlage seiner SPD Mut zusprechen. Vielleicht ist es ja an der Zeit, dass jemand auch ihm mal Mut zuspricht. Wir haben heute Menschen in Berlin um ein Wort an Martin Schulz gebeten, in Sichtweite des Kanzleramtes. Ein Wort an Martin Schulz. Kopf hoch. Ja, ich wünsche ihm viel Glück und nicht den Mut verlieren nach diesem Ausgang von der Wahl in NRW. Wir haben gestern Abend gefeiert. Ja. Wenn Sie ihm jetzt, also Sie begegnen ihm jetzt quasi, was sagen Sie ihm ins Gesicht? Ich sage ihm, Martin, es war schön mit dir, aber geh wieder nach Europa und lass uns hier in Deutschland in Ruhe. So, das ist meine Meinung dazu. Das ist der falsche Mann. Ich bin nur Angenosse von ihm, aber das ist da irgendwie voll in die Hose gegangen. Ich glaube, die SPD, die einfache Sprache der kleinen Leute versteht ihn nicht mehr. Das war früher mal anders. Und deswegen laufen den Genossen, glaube ich, die ganzen Wählerstimmen weg. 20 Jahre Niedergang der deutschen Sozialdemokratie, Verrat an vielen Idealen. Da muss mehr kommen als nur eine Person. Ich glaube, da müssen Inhalte her. Die Reichensteuer einführen und mehr für den Mittelstand, also für auch die Armen tun. Er muss die Kräfte bündeln und muss versuchen, dass er die Partei hinter sich bringt und muss versuchen, die Probleme, die die Menschen bewegen, auch dann aufzunehmen und Argumente zu finden, wie er den Problemen begegnen möchte. Herr Söder, wollen Sie noch ein Wort hinzufügen an Martin Schulz? Ja, ich habe jetzt die Aufgabe, Martin Schulz weder zu ermutigen noch zu desillusionieren. Ich glaube, das Ergebnis in Nordrhein-Westfalen war, obwohl es natürlich eine klare Landtagswahl war, mit einem ganz klaren auch Wunsch zum Wechsel, denn Nordrhein-Westfalen hat in den letzten Jahren, was das Thema innere Sicherheit betrifft, Köln, Silvesternacht, Amri, hat ja gezeigt, dass da in dem Land, was die innere Sicherheit betrifft, ein Chaos herrscht. Man hat eine 5-mal so hohe Wahrscheinlichkeit, in Köln beispielsweise Opfer einer Straftat zu werden, als in Bayern. Und viele, viele andere Dinge, die da problematisch waren. Es war so ein klares Signal eines Wechsels im Land, aber trotzdem nach dem Anspruch. Das war schon übersetzten Trost für Martin Schulz, nach dem Motto, du kannst gar nichts dafür, die haben es selbst versemmelt. Nein, ich glaube schon, das eine Teil ist natürlich ganz klar Nordrhein-Westfalen, deswegen ist es eine Landtagswahl. Aber wenn man noch mal überlegt, der begleitende Anspruch, der ja seit 3 Monaten da war, der Anspruch zu sagen, ich werde Kanzler, diese Wahlen werden gewonnen und wenn NRW gewonnen wird, dann ist der Weg frei, hat einfach gezeigt, dass ich glaube, dass Martin Schulz eben nicht die Erwartungen, die die SPD selber in den Sitz dafür kann und die der Deutschen schon gleich gar nicht. Wir sind ein stabiles, ein starkes Land, so erfolgreich wie noch nie mit einer starken Kanzlerin. Und deswegen glaube ich, sagen wir mal so, die Landtagswahl. Gut, heute hat der Bundestagswahlkampf begonnen. Das hat Martin Schulz auch gesagt. Nein, aber das darf er nochmal. Aber NRW war eine klare Abwahl. Meine Frage war nur, ob Sie ein Wort haben an Martin Schulz. Haben Sie nicht. Und den Rest doch, ich habe noch gar nicht. Fangen wir gerade an. Wir sind am Anfang. Die Sendung fängt auch gerade erst an. Mein Wort wäre, die Wahl ist noch nicht gelaufen, das ist das Gute für ihn, aber wir werden auf keinen Fall eins zulassen. Wir werden jetzt nicht uns zurücklehnen und ängstlich sein oder gar glauben, es sei gelaufen, ganz im Gegenteil. Wir werden auch volle Pulle Wahlkampf machen und versuchen, dann im September einen Erfolg zu haben. Ich glaube, dass Martin Schulz nicht der richtige Kanzler für Deutschland wird. Ulrich Mattes, was würden Sie ihm sagen? Sie sind bekennender SPD-Wähler und machen sich auch immer einen Kopf vor jeder Wahlentscheidung. Was würden Sie ihm zurufen? Also ich bin oft genug auch Zähneknirschen der SPD-Wähler gewesen, das muss ich dazu sagen. 1980 habe ich das erste Mal gewählt, seitdem habe ich tatsächlich im Bund immer die SPD gewählt. Und ich habe mich sehr gefreut, als Martin Schulz Kanzlerkandidat wurde. Und ich hatte auch das Gefühl,
dass die sozusagen die Streicheleinheiten, die er der sozialdemokratischen Partei erstmal hat zukommen lassen, gut waren. Die waren nützlich und ich fand das alles prima. Dann bin ich auch so ein bisschen skeptisch geworden, das muss ich auch sagen, weil ich das Gefühl hatte, immer nur krakelnde Jusos und der Satz von ihm, wenn ich Kanzler bin und dann kam irgendwas anderes, irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt muss es mal konkreter werden. Darauf hatte ich mich gefreut, damit habe ich auch gerechnet und das kam dann nicht. Und dann muss ich gestehen, dass ich dieses Ergebnis der NRW-Wahl so ein bisschen befürchtet hatte, weil ich das Gefühl hatte, er hätte mit dem Kraftakt, mit dem er gestartet ist, hätte er eher beitragen müssen. Und dass dann Hannelore Kraft so lange sozusagen dieses Landesmutter-Image vor sich hergetragend darauf verzichten wollte, dass Martin Schulz sich äußert, habe ich für einen krachenden, mit Verlaub, Fehler gehalten. Und das ist jetzt auch so gekommen. Trotzdem glaube ich an die Kraft der Sozialdemokratie. Ich glaube grundsätzlich, dass so eine Partei der Empathie, das ist die SPD nun mal, jedem Land gut tut. Und insofern glaube ich nach wie vor, dass die SPD eine wichtige Kraft bei der Bundestagswahl sein wird. Und bin da immer noch vorsichtig optimistisch, sagen wir mal. Herr Oppermann, ertragen Sie es noch einen Augenblick, dass wir über die SPD sprechen, bevor Sie für die SPD sprechen. Okay. Frau Hoffmann, wir haben es eben gehört, die Menschen zweifeln, auch bei Herrn Matthes haben wir es gerade gehört, in Teilen jedenfalls an den Chancen für den Kandidaten Schulz. Wird es diesen Zweifel, was ist Ihr Eindruck als Hauptstadtkorrespondentin, als Beobachterin, Sie waren ja auch heute unterwegs, wird dieser Zweifel auch in die Partei hineingetragen, wird er da wachsen? Natürlich versucht die Partei jetzt nach außen geschlossen zu wirken, aber sicher gibt es den Zweifel auch in der Partei. Das kann gar nicht anders sein. Und damit ist die Ausgangsposition jetzt für Martin Schulz eine ganz andere, als sie das war im Februar und März, als er in den Umfragen vorne lag. Man muss sich ja vorstellen, er lag sogar vor Merkel in der Kanzlerfrage eine Zeit lang. Und das, was einen eigentlich besonders skeptisch macht, ist, dass das alles verspielt wurde. Also die SPD hat ja wie ein Geschenk bekommen, die hat einen Goldbarren bekommen geradezu und hat gesagt, danke, wir brauchen den nicht und hat ihn in die Ecke gelegt. Das ist, ich finde das als Beobachterin unfassbar, dass man eine solche Chance einfach verstreichen lässt, ein so deutliches Bedürfnis, das da war bei den Menschen, da kommt jemand, ein anderes Gesicht, eine Alternative zu Merkel, eine demokratische Alternative, jemand, der komplett Projektionsfläche war. Das war ja ganz irrational, diese Umfragen. Und dann macht dieser Mensch nichts daraus. Das ist das, was im Grunde genommen war auch kein Goldbarren. Erstaunlich ist. Er war leider kein Goldbarren, er war eher ein Soufflé und das ist jetzt ein bisschen zusammengefallen. Also die SPD hat sich auch selber besoffen geredet an diesem Kandidaten und er war ja selber am erschüttertsten über diese riesige Begeisterungswelle, die ihm aus allen Richtungen... Die Umfragen, das war nicht nur die SPD. Ja, aber Umfragen nehmen wir jetzt auch nicht so ernst. Wenn vor zwei Monaten gewählt worden wäre, hätte Hannelore Kraft dann gewonnen? Möglicherweise, ja. Glaube ich nicht. Sie hätte nur gewonnen, wenn sie den Jäger rausgeschmissen hätte. Das war die nordrhein-westfälische Innenpolitik. Das war der umstrittene Innenminister. Darf ich dazu was sagen? Wir müssen den Oppermann jetzt dran nehmen. Sie haben mich aber vorher, vor der Sendung, ermuntert, durchaus auch mal zwischenzuquatschen. Jeder darf hier. Ja. Jetzt wird mir gleich das Wort abgeschnitten. Darf ich das mal sagen? Ich sage jedem Gast dasselbe. Sagen Sie mir hinterher nicht, Sie seien zu wenig dran gewesen. Bitte schön, Herr Matthes. Naja, also das Wort Soufflé finde ich schon ganz schön happig. Und aber darauf muss ich auch kurz mal... Goldbarren war nicht auf den Mann bezogen. Klang ein bisschen verliebt. Also, ganz so soufflehaft kann Martin Schulz ja nicht gewesen sein, denn sonst wäre ja die Union nicht so panisch gewesen, wie sie das war. In den Wochen und Monaten, als die Umfragewerte so hoch waren, war ja die Union möglicherweise außer der Kanzlerin in Panik. All das, was man da so mitbekam, medial und auch an Äußerungen, die ich tatsächlich direkt gehört habe von dem einen oder anderen CDU-Mitglied, war es so, dass man Schulz enorm ernst genommen hat, dass man die Befürchtung hatte, die Kanzlerin reagiert nicht kräftig genug. Also man hatte überhaupt nicht auf Seiten der Union das Gefühl, es handelt sich um einen Soufflé. Im Gegenteil, man weiß ja,
dass Schulz ein respektabler Politiker ist, den man ernst nehmen muss. Das hat er viele Jahre in Europa bewiesen. Umso mehr, dass der auch Kanzler könnte, weiß wahrscheinlich auch die Kanzlerin. Umso mehr, Herr Mattes, drängt sich aber die Frage auf, wie kann es eine Partei mit ihrem neuen Spitzenmann zu 100% gewählt, das sind ja nordkoreanische Verhältnisse, das hat ja nicht mal die DDR immer geschafft, zu 100% gewählt, wie kann es eine Partei zusammen mit ihrem Hoffnungsträger schaffen, Goldbarren, Soufflé, schieben wir mal beiseite, einen solchen Vorsprung so zerbröseln zu lassen? Also Goldbarren und Soufflé, das wird weder der Situation noch der Person gerecht. Martin Schulz ist ein Politiker, der Menschen begeistern kann, der auch Menschen erreicht, die sich enttäuscht von der Politik abgewendet haben, der für große Begeisterung mit seiner Kandidatur in der SPD und darüber hinaus gesorgt hat. Er hat sozusagen die politische Szene total belebt in der Situation. Er hat dazu beigetragen, dass 17.000 Menschen, überwiegend junge Menschen, innerhalb von 2-3 Monaten in die SPD eingetreten sind und sich damit sozusagen auf die Seite der Demokratie gestellt haben, eine Position einnehmen, für Respekt und die europäische Einheit zu kämpfen. Ich finde, das ist ein großer Verdienst. Warum schaffen übrigens nicht viele Politiker. Aber jetzt darf ich gerne auch noch mal etwas zu den Dingen sagen. Ich glaube, dass der schnelle, fast schon kometenhafte Aufstieg der SPD in wenigen Wochen, sozusagen von 21% auf 33%, natürlich kein normales Wachstum ist. So schnell kann Vertrauen nicht wachsen, dass die Wähler sich sozusagen in so kurzer Zeit, in so großer Zahl auf die Seite der SPD schlagen. Das war nur möglich, weil in der Zeit jedenfalls, das ändert sich ja schnell heute, viele Menschen in Deutschland zu Angela Merkel sagen, die hat bestimmt ihre Verdienste in der Vergangenheit, aber für die Zukunft, für die großen Herausforderungen, die jetzt anstehen, ist sie wahrscheinlich nicht die richtige. Da brauchen wir jemanden, der anpackt, für den sozialer Zusammenhalt und Investitionen in die Zukunft der Gesellschaft, in Bildung, in Chancen von Menschen, der Sicherheit schaffen will, für den das die wichtigen Themen sind. Und deshalb hat Martin Schulz einen so großen Anfangserfolg gehabt. Und er wird auch jetzt weiter kämpfen. Herr Oppermann, wenn das stimmt. Nicht entmutigen lassen durch die Wahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen. Sondern ganz im Gegenteil. Wir glauben, dass unsere Themen die richtigen Themen sind bei der Bundestagswahl. Herr Oppermann, in Nordrhein-Westfalen waren 13 Millionen Menschen, das ist das bevölkerungsreichste Bundesland, wahlberechtigt. Und wenn Ihre Theorie stimmt, hätten die ja auch den Schritt gehen können, zu sagen, wenn Herr Schulz selbst schon die Wahl in Nordrhein-Westfalen zur Königsmacherwahl erklärt hat, dann sollte ich da mal lieber Hannelore Kraft wählen, dann kriege ich den auch als Bundeskanzler. Das haben Sie aber nicht getan. Nun, wir haben zwei Sachen gelernt aus der Wahl. Einmal, es ist eine gute Bilanz zu haben als Regierung, genügt noch nicht, um wiedergewählt zu werden. Aber mit einer schlechten Bilanz oder mit einer Bilanz, die in Teilen schlecht ist, wird man ganz sicher nicht wiedergewählt. Wussten wir vorher aber schon. Ja, aber deshalb ging es eben doch in erster Linie in Nordrhein-Westfalen um landespolitische Fragen. Das hat ja auch Frau Kraft in dieser Sendung auch oft genug thematisiert. Das hat Frau Kraft ja auch getan. Der Schulz, war der eigentlich eingesperrt und hatte Frau Kraft den Schlüssel verschluckt? Oder warum hat man den vier Wochen nicht gesehen, außer in Fischfabriken? Martin Schulz hat Wahlkampfveranstaltungen besucht in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen und in anderen Teilen Deutschlands, zum Beispiel auch in Hannover, übrigens mit großem Zuspruch bei den Menschen. Aber es ist in der Tat so, dass wir in diesen Monaten auf Wunsch der SPD in Nordrhein-Westfalen keine bundespolitischen Akzente. War das ein Fehler, auf Frau Kraft Wunsch einzugehen? Das war aus heutiger Sicht ein Fehler. Ich glaube, dass wir mit bundespolitischen Themen beide Wahlkämpfe in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen aus Sicht der SPD hätten befeuern und beleben können. Das Ergebnis hätte möglicherweise besser ausgesehen. Hinterher ist man immer klüger. Herr Söder? Also erst einmal sagen Sie jetzt selber, die Regierungsarbeit in NRW war wahrscheinlich nicht so toll. Bis zum Sonntagmorgen war ja alles super und speziell. Die war aber nicht so schlecht, wie sie immer gemacht worden ist. Also, naja, also die ein bisschen Wähler, differenzierter muss man schon betrachten. Es hilft nicht, sich hinterher wieder mit einer gewissen Besserwisser-Attitüde zu sagen, alles war anders. Sie haben selber zugegeben, es war eine schlechte Bilanz. Es gibt so niemanden in Deutschland, auch Journalisten, die jetzt wirklich unverdächtig sind, der Union nahe zu stehen oder deren Meinung zu adaptieren, die gesagt haben, dass Nordrhein-Westfalen sich zu einer wirklichen schwierigen
schwierigen Situation für das ganze Land entwickelt hat, wenn es um Sicherheit, wenn es um Bildung gegangen ist. Ja, aber die waren es doch gelaufen, Herr Söder. Müssen wir gar nicht mehr aufzählen. Ja, haben die Menschen, offenbar gemerkt, weil man jetzt wieder die falschen Schlüsse zieht. Also, ja, aber Entschuldigung, dann, da muss ich mal ganz kurz entgegen. Nee, darf ich einfach zu Ende sprechen? Ich habe mir fest vorgenommen, ich habe ihn auch nicht unterbrochen. Ja, aber Sie sind so jung und dynamisch, Sie können eine Entgegnung von ihm verkraften, sind dann wieder dran, Herr Oppermann. Ja, wenn das so bleibt, Herr Söder. Mein Vertrauen ist dann. Im letzten Jahr sind 3 Terroranschläge in Bayern passiert. In München, in Ansbach und in Würzburg. Ich würde niemals auf die Idee kommen und würde sagen, das ist jetzt ganz allein die Schuld der bayerischen Landesregierung. Die haben da große Fehler gemacht. Ich halte das für viel zu vordergründig. Wenn in Nordrhein-Westfalen mehr Wohnungseinbrüche passieren, hat das natürlich auch was mit den großstädtischen Ballungszentren zu tun, wo bevorzugt diese Einbrecherbanden agieren und nicht im ländlichen Bayern. Deshalb würde ich einfach mal ein bisschen differenzierter sein. Kurzer Einwurf haben wir vereinbart. Er ist wieder dran. Gut. Also, Sprache Nummer jetzt, Herr Oppermann. Also, wenn Sie dürfen SPD-Politik verteidigen. Aber sowas jetzt zu machen, dass erkennbare extreme Schwächen des Innenministeriums in Nordrhein-Westfalen, beginnend einmal von der Kölner Silvesternacht bis zum Fall Amri. Beim Fall Amri hat niemand der SPD vorgeworfen, dass der einen Anschlag macht. Aber das Chaos, das im Land herrschte, bei allen Verwaltungsabläufen, das war die Ursache dafür. Und deswegen können Sie auch ganz schwer sich hinstellen und sagen, Martin Schulz wird am Ende für eine neue Form der Sicherheit sorgen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen sind der Auffassung, dass die SPD jedenfalls derzeit, wenn es um Regierungsverantwortung in Deutschland geht, in den Bundesländern, in Praxistest, diesen Praxistest schlicht und einfach nicht besteht. Und wenn Sie über die Frage nachdenken, wer denn in diesen unsicheren Zeiten eine Persönlichkeit, ich sage das auch für mich ganz persönlich, in diesen unsicheren Zeiten der internationalen Verwerfungen, wer das Zentrum von Europa, wer das Zentrum von Stabilität ist, da fällt Ihnen nun wirklich nicht Martin Schulz ein, sondern fällt Ihnen ein, dass die Kanzlerin, die gleichzeitig die Kanzlerin einer hohen Beschäftigung ist, einer extrem hohen sozialen Stabilität, dass sie dann auch dabei mithelfen kann, diese Sicherheit zu gewährleisten. Herr Söder, Herr Oppermann, wir fangen einen Satz. Herr Söder, wir sitzen 5 Gäste am Tisch und die neueste Erhebungen bei Talkshow-Zuschauern sagen, wenn einer zu viel an sich reißt, ist das nicht sympathisch. Bei Blasberg wissen wir, dass die Zuschauer auch schlecht finden, wenn ständig einer entgegnen darf und dann der nicht mehr ausreden darf. Nach meinen Umfragen. Ja, genauso. Alles gut. Jetzt gehen Sie mal in Vorleistung, machen da mal einen Punkt und lassen Sie uns mal einen Schritt nach vorne gucken. Mehr ist die Diskussion hier zurückwärts gewandt auf Nordrhein-Westfalen. Lassen Sie uns mal nach vorne gucken. Das beschäftigt ja auch dann Sie, die in die Bundestagswahlen gehen. Die Frage ist ja tatsächlich, was kann denn da noch an Themen kommen? Weil das ist ja das, was auch eben in unserer Umfrage genannt wurde, das, was wir hier in der Runde gehört haben. Was kann an Themen kommen, an konkreten Themen, die Martin Schulz nach vorne heben will. Denn das hat er jetzt versprochen, nachdem Frau Kraft zurückgetreten ist und er praktisch jetzt wieder darf. Mehr Gerechtigkeit will er. Das hat er immer wieder gesagt. Das hat er heute auch noch mal gesagt. Das war die Melodie der ersten Wochen. Und auf den ersten Blick ist das ja auch ein Knallerthema, Gerechtigkeit. Aber auch auf den zweiten Blick. Ich möchte, dass es gerecht in unserem Land zugeht. Sein Signal der Gerechtigkeit. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass es in diesem Land gerechter zugeht, dann wird das niemand anderes machen. Gerechtigkeit, das Top-Thema von Martin Schulz. Dabei finden 59% der Befragten, dass es hierzulande schon heute eher gerecht zugeht. Und nicht nur das. Wir wollen wissen, warum hat die SPD erneut so krachend verloren. Und wir haben eine Spur gefunden, die uns aufgefallen ist. Nämlich unter all den Statements, die wir die Wählerinnen und Wähler über die SPD bewerten lassen, ist eines sehr stark getroffen. Die SPD sagt nicht genau, was sie für die soziale Gerechtigkeit tun will. Sie spricht zwar drüber, aber sie erklärt nicht, was sie genau meint. Sie erklärt nicht, was sie genau meint. Das ist das eine. Und in Nordrhein-Westfalen, das ist nun wirklich kein reiches Bundesland. Das ist nicht Bayern, das ist nicht Baden-Württemberg. Wenn da 60% der Leute sagen, hier geht es eher gerecht zu, baut Martin Schulz da eine Chimäre auf? Hat überhaupt noch das richtige Thema, wenn die Leute es nicht mitgehen? Das waren Werte, die wir auch im Saarland gesehen haben und auch in Schleswig-Holstein. Wir leben im Augenblick in einem wirtschaftlich starken Land. Das kam übrigens nicht von selbst, sondern und das bleibt auch nicht automatisch so. Aber deshalb geht es auch vielen besser in diesem Land als vor 10 Jahren. Aber wenn Sie mal auf die Löhne gucken, dann hat der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung festgestellt,
die oberen 60% der Einkommen, die haben am wirtschaftlichen Erfolg teilgehabt. Die unteren 40% hingegen, die sind leer ausgegangen. Die haben heute weniger als vor 10 Jahren. Wir brauchen also eine Politik, die dafür sorgt, dass alle am wirtschaftlichen Erfolg dieses Landes teilhaben können. Deshalb wollen wir höhere Löhne. Der Mindestlohn ist ein Mindestlohn, aber noch kein guter Lohn. Und höhere Löhne für die unteren 40% wird es nur geben, wenn wir eine bessere Tarifgeltung in Deutschland bekommen. Das sind überwiegend Löhne, in denen es keine Tarifverträge gibt, in denen die Gewerkschaften nicht zum Zuge kommen. Wir können aber durch gesetzgeberische Maßnahmen erreichen, dass die allgemeinverbindliche Erklärung von Tarifverträgen verbessert wird. Das ist ein ganz konkretes Beispiel. Das ist ein konkretes Beispiel. Die 40% der Arbeitnehmer mehr Gerechtigkeit geschaffen wird. Ich finde, 41% sind gar nicht so wenig, die sagen, es geht nicht gerecht zu in Deutschland. Wenn diese 41% SPD wählen, dann wäre es ja schon wunderbar. Das Problem ist, glaube ich, tatsächlich, dass man nicht erkennen kann, mit welchem Gerechtigkeitsthema sich Martin Schulz verbindet. Das Einzige, was er bisher thematisiert hat, ist der sperrige ALGQ, das eine Aktion, die nach innen gerichtet war an die Partei, um die Partei zu einen, die Agenda zu versöhnen. Und darüber hinaus hat er sich mit keinem Thema verbunden. Und das, die Deutschen werden niemanden wählen, den sie nicht erkennen können. Und sein Problem ist diese Nichterkennbarkeit. Und das kam ja auch in der Umfrage noch mal. Wir verstehen nicht, wofür die SPD steht, wenn sie Gerechtigkeit sagt. Und das verbindet sich sehr stark mit der Person Martin Schulz. Er hat eben von Anfang an diese Taktik gewählt. Ich versuche es wie Merkel. Ich brauche keine Themen zu setzen, weil ich mich dann nur angreifbar mache. Ich sage Gerechtigkeit und Respekt, zwei wichtige Begriffe. Aber wenn man nicht 12 Jahre Kanzlerin war, kann man eben nicht so tun, als würden die Bundesbürger einen kennen. Sie kennen Martin Schulz nicht. Und solange er nicht erkennbar wird, werden sie ihn auch nicht wählen. Herr Matthes, Ihr Herz schlägt erstmal von der Grundsympathie her für die SPD. Sie sind einer der besten Schauspieler des Landes. Sie wissen, wann Menschen überzeugen, wann sie nicht überzeugen. Ich würde Ihnen jetzt gerne mal einen O-Ton vorspielen von Martin Schulz von heute Abend aus dem Farbe bekennen hier im Ersten, wo er gefragt worden ist, gerade zum Thema Gerechtigkeit, was er da konkret tun will. Hören Sie sich das mal an und sagen Sie mir hinterher, ob Sie es überzeugt. Falsch? Ha, das kommt später. Frau Hoffmann, das habe ich für Sie noch vorgesehen. Muss ja auch nur eine Woche halten. Das, ja, das ist ein Spiegeltitelbild. Da werden wir mal die Frage besprechen, was die Medien an diesem Schulz-Hype gemacht haben. Jetzt gucken wir uns erstmal den O-Ton an und dann sagen Sie mir, Herr Matthes, ob der Sie überzeugt hat. Wir entlasten ganz konkret die mittleren und unteren Einkommen. Wenn wir zum Beispiel die Gebührenfreiheit schaffen, wenn Sie nicht Kita-Gebühren zahlen müssen, wenn Sie im unteren Einkommensbereich sind, wenn zum Beispiel Arbeitgeber und Arbeitnehmer endlich wieder 50-50 bei der Krankenversicherung bezahlen, das ist eine ganz konkrete Entlastung für die unteren Einkommen. Wenn wir in den Schulen investieren, wenn die Menschen nicht länger im Stau stehen, wenn die Bahn pünktlich kommt, wenn wir in den ländlichen Räumen in die digitale Entwicklung investieren, dann ist das unmittelbare Leistung für die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben Milliarden Überschüsse in Deutschland, die will ich dort investieren. Und wenn dann etwas übrig bleibt, dann finde ich, können wir auch noch die Frage zusätzlich bei der Steuer entlasten. Aber wir werden sehr konkret entlasten. Ist das die Konkretheit, die Sie sich gewünscht haben, Herr Matthes, so wie er es aufzählt? Also ich antworte jetzt nicht als Schauspieler, sondern als ganz normaler Mensch, als Bürger. Nein. Ich muss es gestehen, es hat mich nicht überzeugt. Warum eigentlich nicht? Er hat so viele Sachen angesprochen. Er hat die Sachen angesprochen, aber die Frage war konkreter gemeint von Ihrem Kollegen. Und er hat sie in dem Fall nicht wirklich, also er hat nicht gesagt, was er mit dem Begriff Gerechtigkeit vorhat, sondern er hat bestimmte Maßnahmen aufgezählt, die vernünftig sind, die auch eine gewisse Kernthemen der SPD sind, aber er hat die Frage nicht beantwortet. Das passiert allerdings auch Herrn Söder manchmal, dass er Fragen nicht beantwortet, sondern nur sein Programm abspult. Insofern kann ich nur sagen, ist das nichts spezifisch
Martin Schulzes gewesen. Herr Schumacher, Sie haben da auch aufmerksam zugehört. Eigentlich haben wir alle darauf gewartet. Heute fängt er an zu liefern, weil befreit vom Eise, jetzt ist Wahlkampf. Warum macht eine solche Aufzählung einen eher merkwürdigen Eindruck, als wenn es eine Standard-Wahlkampfrede wäre, schon 17 Mal gehalten von Wermelskirchen bis Fallingbost? Das zweitwichtigste Thema in der NRW-Wahl war das Thema globale Unsicherheit. Die Leute haben das Gefühl, die Welt ist aus den Fugen mit den ganzen Trumps und Putins und Erdogans und sowas. Martin Schulz in seinem Auftreten wäre sicherlich ein guter Ministerpräsident. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der auch nach außen zum Beispiel ein gewisses Kontinuitäts- oder Sicherheitsgefühl vermittelt. Also Frau Merkel trifft sich mit Herrn Macron und macht jetzt mal die langen Linien der EU klar. Und Martin Schulz erzählt über Themen, die eigentlich Manuela Schwesig und Andrea Nahles schon ausgiebig in den letzten Jahren erledigt haben. Ist nicht genau umgekehrt. Er ist so unvertraut mit diesen innenpolitischen Themen und deshalb zählt er sie so floskelhaft auf. Aber wenn er über die Europapolitik reden würde, was eigentlich sein Thema ist, mit dem er vertraut ist, Steuervermeider Juncker, oder? Da wäre er viel überzeugender. Nee, mit Macron zum Beispiel. Ja, mit dem redet Merkel aber auch. Ja, aber Macron ist in Berlin und fährt im Kanzleramt vor. Aber nicht vom Willy Brandt-Haus, um seinem alten Freund Martin mal guten Tag zu sagen. Das wäre ein gutes Zeichen gewesen. Gerhard Schröder hätte das hingekriegt. Das ist doch ein ganz alter Freund Sigmar Gabriel hat ihn vom Flieger abgeholt. Das war ja auch schon was. Also ich weiß nicht, ob das auf das Schulz. Das sind Protokollfragen, Herr Oppermann. Nehmen wir mal den zentralen Punkt, den Frau Hoffmann genannt hat. So wie er das aufzählt für Frau Hoffmann, ist das ein Zeichen von, darf ich das zuspitzen sagen, so, ich habe jetzt mal alle wichtigen Sachen auswendig gelernt und bringe sie schnell hinter mich, damit ich auch nichts vergesse und mir hinterher nicht Frau Nahles sagt, das hätte sie sagen müssen, Frau Schwesig sagt, das hätte sie sagen müssen. Das ist der Eindruck. Ist das sozusagen ein Anfängerbonus, den man ihm geben muss? Also ich finde das unangemessen, wie das von Ihnen interpretiert wird. Da ist ein Ausschnitt aus einer Sendung, wo er einfach mal ganz konkrete Lebenssituationen aufgezählt hat, auf die sich Gerechtigkeit auch beziehen muss, wo es darum geht, Menschen zu entlasten. Und ich kann überhaupt nicht finden, was daran in irgendeiner Weise verwerflich sein soll. Gerechtigkeit ist, verwerflich sollte gar nicht sein, sondern wenig überzeugend. Gerechtigkeit ist, wenn Menschen die Möglichkeit haben, an unserem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wenn sie die Chance haben, durch Bildung und Anstrengung, durch eigene Leistung aus ihrem Leben etwas zu machen. Und glaube ich, daran müssen wir anknüpfen. Und da geht es nicht immer nur um Umverteilung von Geld, von oben nach unten, sondern es geht auch um ganz praktische Alltagsfragen. Ich will mal zwei Beispiele nehmen. Zum Beispiel, viele junge Menschen müssen jahrelang warten, obwohl sie eine sehr gute Ausbildung haben, bis ihnen zum ersten Mal eine unbefristete Beschäftigung angeboten wird. Sie werden immer weitergereicht von einem befristeten Beschäftigungsverhältnis in das nächste. Das schafft keine Sicherheit, das ist auch nicht gerecht und das führt zu Folgeproblemen. Die Konsequenz, wir werden die sachgrundlose Befristung abschaffen. Ein zweites Beispiel. Frauen, die gut ausgebildet sind, dann eine Kinderpause einlegen, auf Teilzeit gehen, wenn sie zurückkommen, die laufen in eine Falle, in eine Teilzeitfalle. Das betrifft übrigens Hunderttausende von Frauen. Die haben dann ganz große Schwierigkeiten, wieder eine Vollzeitstelle zu bekommen. Nur mit einer Vollzeitstelle haben sie dann auch die Chancen, an der weiteren Karriere im Unternehmen überhaupt teilzuhaben. Und da sagen wir, wir brauchen einen Anspruch auf Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit. Das sind ganz konkrete Maßnahmen, die erstmal mit großen Steuerbewegungen gar nichts zu tun haben, die das Leben von vielen Menschen, die im Augenblick in unserer starken Wohlstandsgesellschaft benachteiligt sind, die das Leben dieser Menschen besser macht. Und ich finde es aller Ehren wert, über diese Punkte zu diskutieren. Und davon könnte ich aber noch ein Dutzend weiterer Dinge nennen. Herr Mattes, ist das genau die Mitfühlen der SPD, die Sie sich so sehr wünschen? Weil jetzt so geklatscht wurde, habe ich Sie nicht verstanden. Ist das die Mitfühlen der SPD, die Sie sich wünschen? Ja, in der Tat. Also ich bin auch deswegen tatsächlich einer der wenigen Nicht-Wechselwähler, die es überhaupt noch gibt. Weil ich das Gefühl habe, dass die SPD diejenige Partei ist, das klingt jetzt so fast naiv, wenn ich mir vorstelle, was ich gleich sagen will, oder so romantisch, ich bleibe aber dabei, die sich tatsächlich darum kümmert, dass es bestimmten Leuten, denen es halt selbst in einem Land, und diese Schwarz-Weiß-Malerei macht mich auch manchmal wahnsinnig,
wie viele andere Wähler auch, zwischen den Parteien. Natürlich geht es unserem Land prinzipiell sehr gut, aber es gibt eben auch viele Leute, Krankenschwestern und so weiter, denen geht es eben nicht so gut. Und diese Art von konkreten Maßnahmen, die Situation dieser Menschen zu verbessern, das ist eine Kernaufgabe der SPD. Darüber kann Martin Schulz, das habe ich auch schon mal erlebt, absolut leidenschaftlich und auch sehr konkret sprechen. Das fand ich bemerkenswert, diese Rede. Dass ihm das jetzt hier in diesem ARD-Interview vorhin nicht so geglückt ist, schwamm drüber. Grundsätzlich ist er in der Lage, diesen Anspruch der SPD, sozusagen die Partei der Empathie, ich habe es jetzt so genannt, bleibe ich jetzt gerade dabei, zu sein, das kann er glaubwürdig vertreten. Dass es daneben auch natürlich viele andere Themenfelder gibt, das ist ja klar, das weiß auch Martin Schulz. Und diesen vielen Themenfeldern, innere Sicherheit, Herr Söder, es wird gleich kommen, ist ja klar, das weiß er alles. Wirtschaft, die brummt zwar, die kann man aber immer noch besser machen. Ich sage all das mit großem Respekt für die Kanzlerin. Ich bin da auch ein bisschen anderer Meinung als Sie, weil Sie vorhin gesagt haben, die Menschen sind der Meinung, dass Martin Schulz ist irgendwie... Das Problem der SPD ist ja auch, dass viele, auch ich, die Kanzlerin grundsätzlich erstmal schätzen und sie, ich finde sie auch persönlich sehr sympathisch, trotzdem wähle ich sie nicht. Obwohl ich sie als Politikerin erstmal gut finde. Und ich glaube, vielen Menschen geht es so, die finden die Kanzlerin erstmal prinzipiell gut. Und wählen sie auch. Aber, und wählen sie dann auch. Und manche wählen sie aber trotzdem, so wie ich, dann eben doch nicht, weil sie sich noch irgendeine andere Art vielleicht auch von Leidenschaftlichkeit wünschen, für die Merkel, und das finde ich erstmal auch sympathisch, grundsätzlich als menschliche Eigenschaft, die kann sie nicht so bieten. Diese Leidenschaft hat Schulz, und die müsste er im Zusammenhang mit konkreten Vorschlägen jetzt in den nächsten Monaten mehr einsetzen. Dann sind seine Chancen nicht die schlechtesten. Herr Schumacher, ich bin... Die Geschichte mit der Empathiepartei macht mich ein bisschen schwindelig. Ich selbst und meine beiden Kinder, wir sind alle überwiegend in sozialdemokratisch regierten Bundesländern zur Schule gegangen. Sie in Nordrhein-Westfalen? Ich in Nordrhein-Westfalen, dann in Hamburg, dann hier in Berlin, also ist so alles mit dabei. Und da muss man gar keine Soziologen fragen, sondern das sieht alle Eltern sehen das am eigenen Erfahren. Die Schule ist ein Auswahlapparat, wo die, die nicht so viel können oder von zu Hause es ein bisschen schwieriger haben, noch weiter zurückgeworfen werden und die, denen es gut geht, ein, zwei Jahre vorne weg sind. Eine gute Schule ist für mich eine Sozialisierungsanstalt, wo Kinder auf ähnliche Höhen gebracht werden. Und das ist für mich ein großes Baustein. Gerechtigkeitsthema, nämlich eine Startgerechtigkeit. Wie komme ich ins Leben rein? Das ist für mich eine empathische Partei, die Kindern, egal aus welchen sozialen Verhältnissen sie stammen, egal aus welchen Ländern sie stammen, einigermaßen gleiche Chancen fürs Leben. Das funktioniert in Deutschland nachweislich nicht gut. Und das ist Bundesländersache. Das kann man auch keinem Martin Schulz oder irgendwem zurechnen, sondern immer nur Ministerpräsidenten. Ja. Die aber im Wesentlichen, ob das Niedersachsen, ob das Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen ist die Regierung in allererster Linie wegen Bildungs- und Schulpolitik abgewählt worden. Deswegen sind 400.000 Menschen von Nichtwählern zur CDU gerannt. 300.000 Menschen sind von der SPD zur CDU gerannt, weil diese Empathie eben fehlte, weil dieses Versprechen von Chancengerechtigkeit nicht eingelöst wird. Und das funktioniert nur über Bildungspolitik. Herr Söder? Mal abgesehen, dass ich glaube, dass der Mehrzahl der Zuschauer jetzt die wirklich psychische Situation zwischen SPD und Martin Schulz selber gar nicht so wichtig ist. Die Menschen erwarten sich von der Politik und von Politikern nicht in erster Linie, wie sie sich fühlen, mit welchen Gefühlen sie daran gehen, sondern ob das Ergebnis der Arbeit vernünftig ist, und zwar für ihr Leben. In der Tat ist es so, dass, wenn man jetzt mal Bayern vergleicht mit NRW, die Sicherheitslage dramatisch anders und besser ist. Das ist übrigens eine Form der Empathie, wenn junge Frauen sich sicherer fühlen in einem Land als in Nordrhein-Westfalen. Wenn in den Schulklassen deutlich weniger Schüler sind in der Schule, es mehr Bildungschancen gibt, weil wir mehr Lehrer haben, die auch übrigens besser bezahlen, sodass der Unterricht differenzierter sein kann, dann ist es mit großer Empathie versehen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass jemand, der keinen Job hat, es ihm wirklich nichts nützt, wenn ihm 100-mal gut zugeredet wird, anstatt dass man dafür sorgt, dass er einen Job findet. Und darum ist die Tatsache, Arbeitsplätze zu schaffen, im Endeffekt die zentrale Frage, übrigens auch des Respekts eines Menschen gegenüber. Denn zu helfen, wenn er keinen Job hat,
ist die zweite Frage, dafür zu sorgen. Aber dass er einen Arbeitsplatz findet, ist die wichtigste Frage. Dafür ach nee, aber das ist doch keine Frage der Parteipolitik. Hat jetzt schon wieder unterbrechen. Nee, wirklich. Ich habe Sie bisher noch gar nicht. Doch, Sie haben das vorhin auch gemacht. Und ich wollte auch nur einen Halbsatz dazwischen werfen. Nee. Und das, die Erlaubnis hat mir Herr Plasberg ja erteilt. Nee, ich aber nicht. Ich aber nicht. Sie vielleicht nicht. Ich würde mir einmal, ich habe bald Geburtstag, würde ich mir einmal wünschen, dass wir diese Kinkerlitzchen einfach lassen. Und eine Diskussion lebt doch mal von einer kurzen, spritzigen Einwurf. Genau. Ja, aber ich habe mir ausdrücklich auferlegt, heute mich noch besser zu nehmen, weil ich die psychische Situation der SPD nicht noch mehr ausnutzen will. Ja, aber Sie müssen auch Erwartungen erfüllen, Herr Söder. Ja? Der Kuschel-Markus, das funktioniert nicht. Ja, doch, der Sanfte, ich bin an sich eher Sanfte. Ist das so? Aber es ist anscheinend, und die Empathie ist eigentlich auch eine Kerntugend von mir so. Aber nochmal zurück zu der Sache. Ich glaube einfach, dass das Argument, das immer kommt, was Schulz jetzt kann oder nicht, ich glaube, dass Martin Schulz natürlich ein versierter Politiker war im Europäischen Parlament. Ich glaube, dass im Endeffekt die Kanzlerschaft eine Nummer zu groß sein wird. Und ich glaube auch, dass die SPD, die ja vieles auch geleistet hat in Deutschland, auch in der Regierung mit, ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich alles neu erfunden werden muss. Sie haben ja vieles gemacht. Und deswegen nehmen ihnen die Leute auch nicht wirklich ab. Sie regieren seit 1998 immer wieder mit. Jetzt können sie auch nicht mehr so tun, als wenn sie das Land neu erfinden würden. Das ist doch unehrlich. Dort, wo sie allein regieren, haben sie erwiesenermaßen schlecht regiert. Nicht jetzt überall, in der nicht Koalition überall. Haben sie miteinander was geschaffen. Darauf kann man stolz sein. Und ich glaube einfach, dass bei Martin Schulz das Grundproblem besteht, dass er mit Erwartungen an sich selbst oder der Öffentlichkeit herangetreten ist, die er niemals erfüllen kann. Wir haben jetzt Wahlkampf, da werden wir die Position austauschen. Aber in diesen Zeiten, in denen wir leben, unruhig wie sie sind, da ist mir Angela Merkel an der Spitze viel souveräner, stabiler als Martin Schulz. Aber jetzt haben Sie sich verraten. Frau Oppermann, ich bin gespannt. Jetzt haben Sie sich verraten. Im Grunde genommen, Herr Söder, am Anfang haben Sie zwar gesagt, die Wahl ist noch nicht gelaufen und man darf den Schulz und die SPD auf keinen Fall unterschätzen, aber so wie Sie eben geredet haben, so überheblich, ja, das ist für den eine Nummer zu groß und so weiter, fühlen Sie sich schon wie der sichere Sieger. Und ich sage Ihnen, Herr Söder, Hochmut kommt vor dem Fall. Das kennen Sie, oder? Das kennen Sie aus vielen Talkshows. Wenn man das selber mal Ja, natürlich. Okay, wenn man das selber mal erlebt hat, dann weiß man das sogar noch besser. Ihnen steht das noch bevor. Aber ich will mal sagen, beim Thema Bildungschancen, das ist ja für Deutschland wirklich ein absolut zentrales Thema. In Nordrhein-Westfalen hat es eine große Rolle gespielt, weil die grüne Kultusministerin offenkundig die Eltern und Schüler auch mit ihrem Konzept von Inklusion überfordert hat. Sie hatte offenkundig nicht genügend Finanzmittel dafür. Herr Oppermann, nur noch mal, Sie sind ja in der Lage, Bildung einen Zwischenruf abzufedern. Nur noch mal für mich zum Verständnis. Ja. Die Bildungsministerin dort hieß über Jahre Löhrmann und war eine Grüne. Und dann gibt es eine Regierungschefin, die hätte ja mal was sagen können. Die hätte ja mal ihre Freundin Silvia beiseite nehmen können oder sie hätte sie sogar rausschmeißen können. Jetzt wird Schuld verteilt. Also Frau Kraft hat Herrn Schulz davon abgehalten, Bundespolitik zu machen. Und Frau Löhrmann hat Herr Jäger. Fehlt noch ein Bund-Interview eigentlich. Bund-Interviews sind die Spezialität eines ehemaligen Pressesprechers, der Ministerpräsident wurde. Das ist in Nordrhein-Westfalen nicht passiert. Und jetzt ist die Frage nochmal, also ist es die Schuld alleine einer Kultusministerin, einer Schulministerin? Wo war da die Regierungschefin? Es geht mir jetzt nicht darum, die Schuld an die Kultusministerin zu verteilen, sondern ich habe sie nur als Beispiel dafür genommen, dass die Schulpolitik so wichtig ist. Sie hat ja in dieser Wahl eine große Rolle gespielt. Wenn wir eine Schule behalten, in der Kinder um 12.30 Uhr von der Grundschule nach Hause geschickt werden, vielleicht gehen manche auch noch in einen Hort, aber wenn wir kein durchgängiges Ganztagsschulangebot für Kinder wenigstens in der Grundschule in Deutschland bekommen, dann werden wir die Chancengleichheit niemals bekommen. Dann werden die Nachteile, die viele Kinder vielleicht dadurch haben, dass sie nicht in einer hochgebildeten Familie aufwachsen, sondern in einer Familie, wo ihnen die Leute nicht so richtig direkt helfen können, diese Hilfen brauchen sie in einer Schule. Und deshalb kämpfen wir für eine Ganztagsschule. Das ist Teil von Martin Schulz Gerechtigkeitsprogramm. Gebührenfreie Kitas, Ganztagskitas und Ganztagsschulen in ganz Deutschland. Das ist der Modernisierungsschritt, der uns in Deutschland fehlt. Nur mit diesem Schritt werden wir dauerhaft auch die Fachkräfte bekommen, die wir brauchen. Wie
zurückkommen ins Rennen, das ist die Frage, die Martin Schulz bewegt, die SPD, aber auch den politischen Gegner. Was ist da eigentlich noch zu erwarten? Und da gibt es ein Thema, das Thema Steuern. Hier sitzt der bayerische Finanzminister, der Herr des Geldes in Bayern. Steuerpolitik bietet immer viele Stellschrauben, auch gerade wenn es darum geht, Gerechtigkeit zu justieren in einer Gesellschaft. Und da geht was. 54 Milliarden Euro mehr als bisher geplant in den nächsten 5 Jahren. So lautet die aktuelle Prognose der Steuerschätzer vom vergangenen Donnerstag. Finanzminister Schäuble hat schon eine Idee, was er mit dem Steuerplus machen will. Der Spitzensteuersatz tritt viel zu früh ein. Doch absurd, eine maßvolle Entlastung der von kleinen und mittleren Einkommen ist möglich und sie ist angezeigt. Konkret plant Schäuble Entlastungen von 15 Milliarden Euro pro Jahr. Und die SPD? Kanzlerkandidat Schulz kann sich gezielte Steuerentlastungen zwar auch vorstellen, fordert aber vor allem Investitionen. Wer nicht in die Infrastruktur unseres Landes, nicht in Forschung, in Qualifizierung, in Bildung investiert, trägt dazu bei, dass wir nicht nur die Chancen der nächsten Generation nicht entsprechend stärken, sondern dass wir von der Substanz leben. Herr Oppermann, ist das die nächste Falle? Die Union verspricht Steuersenkungen, gerade für Mittelstand und auch für SPD-Klientel. Und Herr Schulz spricht von Strukturstärken. Ich glaube, man muss genau hinschauen, was da so versprochen wird, ob das wirklich seriös ist. Die Union sagt, wir wollen den Soli abschaffen. Das sind Ende 2019, wenn der Solidarpakt ausläuft, 20 Milliarden Euro. Dann wollen sie 15 Milliarden Euro Steuern senken. Das macht dann schon mal 35. 10 Milliarden Euro gehen jetzt über den Bund-Länder-Finanzausgleich ab 2020 zusätzlich an die Länder. Das sind 45 Milliarden Euro, die einfach mal so versprochen werden. Und da frage ich mich, Herr Söder, wo ist dann das Geld noch für Baukindergeld? Wo ist das Geld für die Investitionen, die Sie ja auch versprechen? Das halte ich nicht für seriös. Ich glaube, Vorrang müssen Investitionen haben. Deutschland hat einen riesigen Investitionsstau, nicht nur bei Straßen und Schienen, sondern bei schnellem Internet, bei vielen anderen, in vielen anderen Bereichen, Schulsanierung zum Beispiel. 32 Milliarden Euro fehlen, um Deutschlands Schulen auf einen Top-Zustand zu bringen. Da sagen wir, Vorrang haben Investitionen. Ich bin aber davon überzeugt, dass dann auch noch Spielraum ist für Steuersenkungen. Und da wollen wir keine Steuersenkung mit der Gießkanne, von der auch die großen und ganz großen Einkommen profitieren, sondern ganz gezielte Entlastung der Normalverdiener von Leuten zwischen einem Einkommen zwischen 2.000 und 4.000 Euro, also die sozusagen ungefähr im Bereich des Durchschnittseinkommens liegen. Brutto oder netto? Brutto, sage ich nochmal, damit wir uns nicht missverstehen. Die bekommen nämlich kein Wohngeld in der Regel, die bekommen kein BAföG für ihre Kinder, die müssen das alles selber zahlen, die werden hochbelastet mit Sozialabgaben, sind immer 20% sofort werden abgezogen, dann zahlen sie auch noch Steuern. Und für diese Menschen wollen wir etwas tun. Das sind zwei Dinge. Erstens wollen wir die Krankenversicherung wieder paritätisch machen. Das ist eine Entlastung von 5 Milliarden Euro. Wenn tatsächlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich die Krankenversicherung wieder hälftig teilen. Und zweitens wollen wir sie auch bei können der Sie Steuer auch mal entlasten. In kurz in Luft an, das können Sie dazwischen mal sagen, diese paritätische Finanzierung der Krankenversicherung. Damals wurde es abgeschafft, in anderen wirtschaftlich schwierigen Zeiten wurden die Arbeitgeber entlastet. Ist das nicht etwas sehr Vernünftiges zu sagen, das ist ein Signal, wir haben verstanden, der Wirtschaft geht es gut, die Menschen sagen uns geht es gut, da kann man auch wieder 50-50 bei der Krankenversicherung machen. Sind Sie dabei, Herr Söder? Springen Sie, Herr Söder. Nee, ich sitze. Also muss jetzt entspringen. Ich finde eher umgekehrt, die Debatte noch mal neu zu führen. Sie sagen, es sei nicht seriös. Wenn man anschaut, wie die Finanzpolitik meine zum Beispiel... Herr Söder, warum, Sie können sofort antworten, aber warum nicht diese Krankenversicherungsgeschichte? Ich darf ja nie sofort antworten, doch. Sonst würde ich Sie einfach gerne. Ich warte ja immer drauf, dass ich immer sagen. Weiter geht's. Ist das kein vernünftiger Vorschlag, der in Krisenzeiten gesagt wurde, wir müssen Unternehmen entlasten? Jetzt haben wir keine Krisenzeiten mehr. Ist das nicht ein Zeichen zu sagen, diese Gesellschaft ist flexibel, wir gucken uns die wirtschaftliche Lage an und dann verteilen wir die Lasten? Also ich glaube, der bessere Ansatz wäre, Steuersenkungen zu machen. Wir haben Rekordüberschüsse wie noch nie.
Gleichzeitig Nullzinsen. Das heißt, der Sparer bekommt nichts mehr für das, was er zurücklegt. Die Inflation beginnt zu steigen. Das heißt, wir haben einen großen Teil der Bevölkerung, der de facto, obwohl wir Rekordüberschüsse haben, de facto ein Stück enteignet wird. Und deswegen, glaube ich, ist eine Steuersenkung das Beste. Wir haben Investitionen wie noch nie in Deutschland übrigens. Es ist zum Teil schwierig, sogar Baufirmen zu finden, die die Investitionen abarbeiten können. Darum, glaube ich, ist jetzt der Zeitpunkt, endlich einmal dem Bürger etwas zurückzugeben, dem Bürger auch etwas mehr zu trauen, dass er das Ganze machen kann. Und darum brauchen wir Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen, den endgültigen Abbau der kalten Progression. Und sorry, wenn ich das sage, nachdem der Aufbau Ost jetzt dann der Solidarpakt ausläuft, endlich auch einmal einen schrittweisen Abbau des Soli. Es wird Zeit nach dieser langen Zeit, dass endlich dieser Soli auch endlich ausläuft und abgebaut wird. Das ist eine große Entlastung. Herr Mattes. Darf ich mal eine Frage stellen, die gar nicht rhetorisch ist? Ich möchte wirklich die Antwort hören, hab sie selber nicht. Was ist denn mit dem Riesenthema der Integration der Geflüchteten? Das kostet doch wahnsinnig viel Geld. Und insofern bin ich da ganz bei, ohne jetzt ein Steuerexperte zu sein, das gebe ich zu, aber ich bin da auf Herrn Oppermanns Seite. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass angesichts dieser riesigen Aufgabe, die nur dann gelöst wird, ich war da sehr auf Seiten der Kanzlerin, muss ich sagen. Ich fand die Entscheidung im Gegensatz zu Ihrer Partei, Herr Söder, richtig. Mit allen Problemen, die daraus erwachsen sind, dass das nicht alles ideal gelaufen ist, ist auch klar. Und jetzt gilt es, und da kümmern sich ja wahnsinnig viele Menschen schon, darum, die Geflüchteten zu integrieren. Das kostet, wenn man das vernünftig und menschlich vor allem, nicht nur vernünftig, sondern auch menschlich machen will, irre viel Geld. Insofern verstehe ich, klar, haben wir viele Steuereinnahmen, aber die kann man jetzt wirklich für ein vernünftiges Thema auch ausgeben, indem man die Flüchtlinge integriert. Das passiert doch. Aber es kostet, wahnsinnig viel Geld. Das Sie haben ja gesagt, Sie sind kein Steuerexperte. Aber ich sage mal, wie es in Bayern ausgibt. Für die letzten zwei und jetzt die nächsten zwei gebe ich 9 Milliarden Euro aus. Nur für das Thema Flüchtlinge bei der Integration. Schulklassen werden gemacht, saniert. Wir stellen neue Lehrer ein. Wir haben allein in Bayern über 1000 Lehrer neu eingestellt, nur für diese Aufgabe. Ja, das wir bezahlen ist aber nicht nur eine bayerische Aufgabe, sondern eine bundesweite. Ja, aber das gilt ja für das gesamte Land. Ja, aber sehen wir mal, was wir dafür ausgeben. Wir geben dafür ganz bewusst aus. Und auch der Bund gibt sehr viel Geld an die Länder, um genau das zu unterstützen. Also wir nehmen diese Aufgabe ernst. Trotzdem, wir sehen, dass wir sehr, sehr viel Überschüsse haben. Und jetzt ist es ja immer ein Dreiklang. Ein Dreiklang heißt investieren, natürlich, heißt auch konsolidieren, weil wir wollen ja einen stabilen Haushalt haben. Aber es bleiben trotzdem große Summen übrig. Und wenn nicht jetzt endlich mal das Geld an den Bürger zurückgeben, da wird zum Teil krampfhaft versucht, irgendwas zu erfinden, um dann noch irgendwo Geld auszugeben. Geld, das in Deutschland erarbeitet wird, darf auch mal bei dem bleiben, der es geschaffen hat, nämlich der Bürger. Das ist auch eine Form von Respekt, dass man dem Bürger endlich wieder etwas zurückgibt. Aber lieben Frau Hoffmann. Liegen Union und SPD bei diesem Thema Investitionen und Steuerentlastung wirklich weit genug auseinander, als das ein echtes wahlentscheidendes Thema werden kann? Beide wollen Investitionen, beide reden von der Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen. Und dann geht es um wirklich wichtige, aber doch um Details. Ich habe nicht den Eindruck, dass das die wahlentscheidende Frage werden wird und schon gar nicht für Martin Schulz. Martin Schulz muss beweisen, dass er Wirtschaftskompetenz hat. Das ist das Entscheidende. Die Kanzlerin ist seit 12 Jahren die Kanzlerin einer brummenden Wirtschaft. Das ist nicht ihr Verdienst. Die sie von Gerhard Schröder übernommen hat. Genau. Absolut. Aber die letzte große Steuerreform zugunsten der Besserverdienenden. Deshalb gibt es eine Kompetenzvermutung, die es bei Martin Schulz zunächst mal nicht gibt. Und das wird er beweisen müssen. Die Frage ist ja tatsächlich steuerlich. Was macht er? Es gibt ein Feld, wo Geld und eine visionäre Politik zusammenkommen bei ihm. Das ist das Thema Geld für Europa. Auch in Europa brauchen wir einen kräftigen Investitionsschub, der Wachstum, Innovation und Zusammenhalt stärkt. Ohne Investitionen werden wir Jahr um Jahr, nicht nur bei uns, in Europa insgesamt, Jahr um Jahr mehr von unserer Substanz verlieren. 3 Tage später ergänzt Martin Schulz in einem Interview mit der Zeit: Wenn die Staaten der Eurogruppe gemeinsame Aufgaben anpacken sollen, wäre eine gemeinsame Budgetfinanzierung sinnvoll.
Herr Söder, ein gemeinsames Budget für Euro-Staaten. Was halten Sie von dieser Idee? Also Finanzhoheit nach Brüssel geben. Ich bin ein bisschen skeptisch. Also Schulz oder auch Gabriel haben ja noch, bevor Macron etwas dazu gesagt hat, sofort auch wieder die Idee der Eurobonds aufgelegt. Also nein. Auch der Gemeinschaft nach Brüssel. Sigmar Gabriel hat davon dementiert worden. Ja. Gut, dann ist es vielleicht dementiert worden. Es stand jedenfalls so in der Zeitung. Ich darf das sagen, heute hat Macron noch mal gesagt von mir aus. Nee, Macron wollte es nicht, aber Gabriel hat es nicht, das meinte ich. Ich kann dazu was auch, ja, ist okay. Also ist gut, dass dann alles vom Tisch ist. Jedenfalls die Idee gemeinschaftlicher Schuldenmanagement, dass am Ende die Deutschen quasi, also wir wollen gemeinsame Investitionen. Erstmal ging es um einen gemeinsamen Topf, um damit gemeinsame Investitionen, über Investitionen zu bestimmen. Wir haben heute in der Tagesschau gesehen, dass die Kanzlerin, fand ich sehr, gesagt, wir sind sehr offen dafür, zu reden, wie wir das verbessern können. Aber zunächst mal muss Frankreich ein Stück auch Reformen im eigenen Land voranbringen. Wenn man an Rente denkt, wenn man an Arbeitsmarkt denkt, da hat es ja viele Reformen im eigenen Land, die Macron angehen will. Aber am Ende kann das Europa nicht nur so funktionieren, dass Deutschland immer nur Geld zahlt oder sogar Gemeinschaftsschuldenmanagement betreibt. Deutschland leistet einen großen Beitrag, aber allein kann die Europäische Union nicht darauf basieren, dass immer bei jedem Problem Deutschland zahlt. Herr Schumacher, ist das ein Gewinnerthema, wenn man aus Europa kommt wie Martin Schulz und dann sagt, lass uns da einen Schritt nach vorne gehen, wenn Europa was richten will, auch gegen Populisten, wenn man Macron, den Hoffnungsträger, unterstützen will, dann muss man Geld in die Hand nehmen, da muss man ernst machen und sagen, wir geben da auch ein Stück Geldhoheit hin. In der Sache mag das durchaus richtig sein. Ich erinnere nur daran, mit welcher Begeisterung die Bundesbürger Milliardenzahlungen für Griechenland immer wieder bejubeln. Ja? Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es eine gemeinsame europäische Finanzverwaltung gibt und wir dann heute mal in Italien ein bisschen was richten, morgen in Spanien, zwischendrin noch mal bei den Griechen. Herr Orban hat sicherlich auch noch Finanzierungsbedarf. Das ist ein solch toxisches Thema. Ich würde davon als Wahlkämpfer dringend die Pfoten davonlassen und das möglichst im geräuschlosen Raum abhandeln. Herr Mattes. Wir sind uns doch wahrscheinlich alle hier in dieser Runde einig, dass Europa eine grundsätzlich eine großartige Sache sind. Das unterscheidet uns doch hoffentlich alle von den Populisten der AfD. Ich bin ein absolut leidenschaftlicher Europäer. Und mich macht es fertig, dass es eine Partei gibt, die im 21. Jahrhundert diese Wahnsinnsidee, die nach dem Zweiten Weltkrieg erfunden worden ist, von Ländern, die geknechtet, unterdrückt, bekämpft worden sind von den verdammten Nazis, dass die gesagt haben, wir raufen uns zusammen. Wir machen uns zusammen mit den Deutschen, wir erfinden jetzt irgendwie ein gemeinsames Europa. Diese Idee finde ich immer noch fantastisch. Absolut. Insofern kann ich nur sagen, muss jetzt mal nach den ganzen Problemen der letzten Jahre irgendein Mensch oder ein Narrativ, wie es immer so etwas lateinisch heißt, irgendeine begeisternde Sache kommen, die diese europäische Idee verdammt noch mal auch wieder sexy macht. Und dann, wenn man damit anfängt, warte, jetzt nicht unterbrechen, Herr Söder. Ich war's. Ach du, Sie ja, war's. Ja, ja, okay. Entschuldigung. Ja, ja, nee, macht ja nichts. Also, und dann finde ich auch die Idee, ja, Sie sagen auch gleich was dazu. Dann finde ich erstmal auch eine Idee, die sagt, selbst wenn es Wählerstimmen kostet, dann muss man den Mut haben zu sagen, wir geben etwas von unserer Verantwortung, von unserer nationalen Verantwortung. Der Nationalismus, auch einen schönen Gruß an die AfD, da kann ich nur mit Wolfgang Schäuble sprechen, Nationalismus ist over im 21. Jahrhundert. Das muss irgendwie ein für alle Mal vorbei sein. Außer in Bayern. Und dann muss man verdammt noch mal auch ein bisschen von dem nationalen Egoismus abgeben. Aber sorry, Kollege, das ist die romantische Variante. Ja, von mir aus ist es die romantische Wahrnehmung. Das ist auch toll. Aber Sie können gleich die antiromantische Wahrnehmung sagen. Ich bleibe bei meiner Romantik. Halt, noch einen Satz. Ich möchte der Romantik weiter zuhören, dann sind die Realpolitiker da. So, ja, genau. Und dann muss es vielleicht auch so sein, dass man erst mal sagt, wir geben von mir aus auch etwas von unserer Finanzhoheit. Bei allem Respekt vor Wolfgang Schäuble, den ich wirklich hochschätze,
Ich finde die Idee eines europäischen Finanzministers, der dafür sorgt, dass solche Probleme, wie sie jetzt in den letzten Jahren Griechenland und Konsorten eben entstanden sind, möglicherweise dann nicht mehr entstehen. Toi, toi, also toi. Insofern, ja, toi, toi, toi. Ich bin aber eher fürs Gelingen als für immer. Genau. Oh, das wird doch ja doch nichts. Und ja, das ist der Punkt. Ich bin auch fürs Gelingen. Aber Romantik ist das Gegenteil von Gelingen. Und wir machen das nicht mit Romantik, wir machen das mit Realpolitik. Ergänzen, ja. Weil Frau Hoffmann. Ich mir im Prinzip zu. Ja. Und alles andere wäre für Martin Schulz auch unglaubwürdig. Ja. Wenn er das täte, was Sie vorschlagen, sich davon zu distanzieren. Das nicht distanzieren, so. Aber leise. Also, Herr Oppermann, wir haben, ist das das Problem der SPD, dass es so schöne, menschliche, vernünftige, visionäre Sachen gibt, die aber leider vom Wähler nicht honoriert werden? Da warten wir erstmal ab. Es geht im Augenblick nicht um Wahlkampf, sondern um eine einmalige historische Chance. Nämlich jetzt mit dem neuen französischen Präsidenten die Probleme Europas gemeinsam zu lösen. Dieser Präsident setzt nicht auf Eurobonds. Der will keine Vergemeinschaftung von Altschulden. Seine dafür wirtschaftliche jeder, Beraterin dafür doch. Muss jeder selber Verantwortung tragen. Und der will nicht durch Transferzahlungen aus Deutschland die französischen Probleme lösen. Ganz im Gegenteil. Der will die französische Wirtschaft wettbewerbsfähig machen. Aber ehrlich gesagt, wenn wir dem jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger von Wolfgang Schäuble begegnen, dann vertun wir eine wirkliche historische Chance. Denn ob, wenn in 5 Jahren wieder Wahlen in Frankreich sind und die Probleme in Europa immer noch ungelöst sind, Herr Macron noch mal wiedergewählt wird oder ob nicht beim nächsten Mal Frau Le Pen gewählt wird, das ist doch die entscheidende Frage. Absolut. Und deshalb müssen wir zusammenarbeiten. Herr Macron will, und da unterstützen wir ihn, ein Budget der Eurozone. Das ist ja ein bisschen, sag mal, auch, da fehlt ja etwas, eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik in dem gemeinsamen Währungsraum. Und dieses Budget wollen wir speisen aus einer Finanztransaktionssteuer, mit denen wir Transaktionen auf den Finanzmärkten belasten. Die Finanzmärkte müssen einen Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten. Und ich kann nur sagen, wenn wir das jetzt versemmeln, dann machen wir einen schweren Fehler. Das Eurozonenbudget kann dann auch Schwankungen in der Eurozone besser ausgleichen, für mehr Investitionen sorgen. Und darauf bezieht sich auch das, was Martin Schulz zu dem Thema gesagt hat. Ich glaube, das ist eine riesige Chance für Europa. Die müssen wir jetzt nutzen. Und da dürfen wir nicht wie eine Krämerseele drauf gucken, Herr Söder, wenn ich das mal sagen darf. Er hat seine Bedenken geäußert. Sie haben die Sache verteidigt. Wir kommen gleich zurück, nachdem wir mal bei den Zuschauern die Meinung abgeholt haben. Und ich glaube, Sie hören aufmerksam zu, denn es geht um was. Könnte sich lohnen. Also natürlich gucken unsere Zuschauer erstmal zurück auf den Tag gestern, auf dieses rot-grüne Debakel in Nordrhein-Westfalen. Es ist bei manchen auch ein Blick zurück im Zorn, denn da sind manche dabei, die eigentlich der SPD irgendwann mal ihr Herz geschenkt hatten, fragen sich aber heute, haben die eigentlich auf das richtige Thema gesetzt, auf die richtige Strategie? Da ist zum Beispiel unsere Zuschauerin Astrid Tattermann und sie schreibt bei Facebook, wer sich nach dem gestrigen Desaster noch immer hinstellt und was von Gerechtigkeit faselt, während die Menschen im Land Angst haben, abends nicht mehr unversehrt nach Hause zu kommen, der hat es nicht anders verdient. Und Frau Tattermann erzählt in ihrem Posting, dass sie früher mal SPD gewählt hat. Sie hat auch im Wahlkampf geholfen, aber das ist für sie jetzt klar. Sicherheitspolitik war für sie wichtig. Das ist für sie ein wichtiges Thema. Ist das eigentlich das Thema innere Sicherheit denn wirklich das Thema für Rot-Grün, fragt eine andere Zuschauerin. Monika Nägler schreibt bei Facebook, ich finde es seltsam, dass man Rot-Grün die schlechte innere Sicherheit ankreidet, wo doch Merkel die offenen Grenzen zu verantworten hat und mit ihrer desaströsen Flüchtlingspolitik großen Anteil an den Zuständen in unserem Land hat. Vielleicht noch 2 Stimmen zu diesem großen Thema soziale Gerechtigkeit. Auch bei Facebook schreibt Birgitta Schiller, ich kann es nicht mehr hören. Der Parteienwettbewerb geht nur noch um noch mehr soziale Gerechtigkeit, als wäre mit Verteilen und Neiddebatten Deutschland zukunftsfähig gemacht. Und bei Twitter schreibt unser Zuschauer Adelbert Ringwald, die Sozialdemokratische Partei Deutschland ist eben schon seit Schröder nicht mehr sozial. Das merken immer mehr Leute. Der Schulz-Effekt ist für manche auch verpufft. Ein Schulz-Defekt, schreiben manche Zuschauer mit einem Augenzwinkern. Und bei Twitter schreibt unser Zuschauer Hans Neuhäuser, den Schulz-Effekt gab es nur bei den Parteimitgliedern und Wahlforschern. Für die Wähler ist Schulz eher eine lahme Ente. Moment, da muss ich gerade was zeigen. Das habe ich eben schon mal gemacht. Schulz-Effekt, schauen Sie sich das mal an. Das war ein Spiegeltitel
stellvertretend für alle Medien, wenn Sie sich das mal angucken, rückblickend, Frau Hoffmann, sind, ich sage jetzt mal, wir Journalisten nicht auch mit Schuld daran, ein Ding aufgepumpt zu haben, um dann hinterher wieder reinstechen zu können? Bei der Bild-Zeitung heißt es, wer mit uns im Aufzug nach oben fährt, fährt auch mit uns im Aufzug nach unten. Gilt das auch für Spiegel und andere? Nee, glaube ich gar nicht. Ich finde das Titelbild immer noch super. Ich finde, das Wort Machthunger hat mich da immer gestört. Ich hätte da lieber Machtwille in der Unterzeile gehabt. Aber das Titelbild hat doch von Anfang an dieses Motiv gebrochen. Da ist doch, da schwingt doch eine Ironie drin mit, in diesem Grinsen. Und das war doch das Gefühl, das wir alle eigentlich von Anfang an hatten. Wow, da ist ein ungeheurer Effekt. Wo kommt der her? Aber der hat auch was Irrationales, sozusagen quasi Religiöses. Und das, genau diese Stimmung, die da am Anfang war, die fängt dieses Titelbild ein. Finde ich immer noch auch richtig. Das ist, wenn das ungebrochen wäre, dann wäre es seltsam. Aber das ist es ja nicht. Okay, danke für die Einordnung. Ja, manche Zuschauer fragen sich, ob es wirklich so eine gute Idee war, auf diesen einen Heiligen zu setzen, ob man nicht etwas mannschaftsmäßiger hätte denken müssen. Und Thomas Smetana schreibt bei Facebook, egal was Martin Schulz vorne aufbaut, es wird hinten von den Politiktrampeln Gabriel, Stegner und Oppermann wieder umgerissen. Die SPD hätte gut daran getan, das Personal komplett zu überdenken. Auch ein Lionel Messi würde aus einem Regionalligisten keinen Meisterschaftsanwärter machen. Herr Oppermann, möchten Sie Herrn Smetana direkt antworten? Ich weiß nicht, was er uns damit sagen will. Ich glaube, ich finde, es ist eindeutig, was er damit sagen will. Ja, an der Mail gefällt mir nur eines nicht, dass der Name Söder da nicht auftaucht. Ich bin nicht in der SPD, das haben Sie erneut verwechselt. Brigitte, ja. Weiter. Noch vielleicht mal, das ist der Kandidat, der aus Brüssel kam und der Deutschland und seine Themen hat verstehen müssen. Scheint ihm nicht gelungen zu sein. Elisabeth Schmidt schreibt, Herr Schulz tut mir sogar als Nicht-SPD-Wählerin allmählich leid. Im fernen Brüssel wusste er nicht, wie es in Deutschland läuft und was die Bürger hier denken. Er wurde von Herrn Gabriel verheizt und die SPD war erleichtert, Herrn Gabriel endlich loszuwerden. Deshalb sprangen alle nur allzu gerne über das hingehaltene Stöckchen. So, hat der Schulz eigentlich noch eine Chance? Das klingt jetzt alles ziemlich grau. Hat er, ihr habt das ja eben auch diskutiert, er muss auf echte Themen setzen. Unsere Zuschauerin Katharina Faux de la Croix hat geschrieben, Schulz könnte durchaus bei der Bundestagswahl erfolgreich sein, wenn er sofort seinen bislang vagen Versprechen auf mehr soziale Gerechtigkeit konkrete Pläne folgen ließe. Und als letzte Stimme noch eine Stimme aus dem Gästebuch bei uns. Regina Neumann schreibt zu Martin Schulz. Totgesagte leben länger. Wer hat vor kurzem nicht gesagt, dass Angela Merkel ihren Höhepunkt überschritten habe? Dankeschön für diesen Überblick, Brigitte Büscher. Und auch für die Erinnerung an Angela Merkel und ihre Werte. Es sind noch 4 Monate bis zur Bundestagswahl. Und im Moment sitzt Martin Schulz auf der Achterbahn. Das haben wir besprochen. Das ist ein Gefühl, das aber auch Angela Merkel kennt, wenngleich nicht so extrem. Die Beliebtheitswerte von Angela Merkel glichen in den vergangenen Monaten einer Berg- und Talfahrt. Anfang Februar waren 55% der Befragten mit ihrer Arbeit zufrieden. Für die Kanzlerin ein eher mittelmäßiger Wert. Ein paar Tage später gab es den Friedensgipfel mit der CSU. Da klang alles nach sehr viel Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeiten, die uns verbinden. Mit einer Vielzahl an Gemeinsamkeiten. Diese Gemeinsamkeit von CDU und CSU. Unsere gemeinsamen Wurzeln. Gemeinsames Anliegen. Gemeinsam. 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 Gemeinsamkeit. Mit dieser Gemeinsamkeit. Gemeinsam auftreten. Seitdem gibt es statt ständiger Attacken viel Lob aus München. Wer kann uns führen, wenn es um diese weltpolitischen Herausforderungen geht? Um die europäische Herausforderung? Wer hat außenpolitisch das Gewicht, um unsere Interessen der Bundesrepublik Deutschland einzubringen in der weltweiten Entwicklung? Ich kenne niemand außer Angela Merkel, der Deutschland in diese Frage führen kann. Und Angela Merkels Werte kennen seit dem Friedensgipfel nur noch eine Richtung. Sie gehen nach oben. Mittlerweile sind wieder 63% der Deutschen mit ihrer Arbeit zufrieden. Merkels bester Wert seit 1,5 Jahren. Während dieser Film lief, notiert das Protokoll hier große Heiterkeit, vor allem beim Schuhmacher. Warum haben Sie so gelacht?
Ich glaube, es war Horst Seehofer, nicht? Das war derselbe Mensch, der ein gutes Jahr vorher die Kanzlerin eine Viertelstunde unten an der Bühne hat rumstehen lassen, wie Klein Dovi mit Plüschohren, und sie von oben abgekanzelt hat. Also es ist schon interessant, welche Ausschläge auch in der Emotion, Herrschaft des Unrechts und da in kürzester Zeit unterwegs sind. Verfassungsklage, da warten wir immer noch drauf. Herr Söder war natürlich immer ganz leise und zurückhaltend als Einziger. Aber das war schon derbe, was zwischen den beiden los war. Also zwischen Merkel und Seehofer, da passt nicht mehr ein Blatt Papier, da passt ein Ozean dazwischen. Sind denn Wähler blöd, dass sie das nicht merken? Jetzt, als sie wieder Einigkeit demonstrieren, geht die Kurve wieder hoch. Journalisten sagen dann immer, aber die haben sich doch offenbar interessiert, das Wähler nicht. Ich glaube, die Leute interessiert, ob ein Problem gelöst wird. Also diese Beobachtungen kann man ja teilen und mit viel Empathie begleiten. Manches ironisch kommentieren. Aber im Endeffekt war es so, es gab ein großes Problem in Deutschland, ob der Unsicherheit, die sich ausgelöst hat durch eine massive Zuwanderung. Wir haben das über ein Jahr lang betont und es begann sich Stück für Stück zu bessern und zu ändern. Mhm. Da muss man sagen, Gesetze wurden geändert, gemeinsam Dinge wurden verbessert, Grenzkontrollen eingeführt und damit hat sich gezeigt, ich glaube umgekehrt, ich glaube, dass das Aufnehmen von Problemen und das Umsetzen, das sehe ich schon als ein Erfolg. Jetzt sagt die Kanzlerin selbst, dass sich das Jahr 2015 in der Form nicht mehr wiederholen wird. Und ich glaube, dass das die Basis jetzt dafür ist, dass sich ein Problem deutlich verbessert hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach, das muss man dazu sagen, sich nochmal die Weltlage ein Stück verändert hat. Die Welt hat sich ein Stück verändert und durch die Herausforderung, das wurde ja mehrfach angesprochen, USA eine neue Wahl mit einem Präsidenten, bei dem wir nicht wirklich wissen, was da am Ende rauskommt. In der Türkei auch ihre klare Ansage und Ansprache zum Beispiel gegen den türkischen Präsidenten erst vor wenigen Tagen. Ich finde, das ist ein starkes Argument, Probleme gelöst und zusätzlich Statur gezeigt, dass die Deutschen sagen, in einer solchen Zeit, auch wir als CSU ganz klar, da ist die Gemeinsamkeit in Deutschland das Zentrale. Und da ist die Angela Merkel als Kanzlerin einfach die Stärkste. Es gab ja auch den Effekt einer Merkel-Müdigkeit, sowohl ihre eigene Müdigkeit, die sehr sichtbar war, als auch eine Müdigkeit des Publikums. Ich glaube, darüber haben wir noch zu wenig gesprochen. Was sagen uns diese Wahlen, wo ja zwei Regierungen abgelöst wurden, eigentlich darüber, ob es eine Wechselstimmung im Land gibt oder gegeben hat? Und ich glaube, dass eben dieses Schulz hochgezeigt hat, dass es das Potenzial für eine Wechselstimmung gibt und auch, und das kann auch für die Kanzlerin kritisch sein, eine gewisse Sehnsucht nach einem anderen Politikstil, den wir auch an anderen Orten in Europa sehen. Wir sehen das an Macron, an Sebastian Kurz, an diesen Figuren, die Politik nicht mehr verstehen als moderieren, als Probleme lösen, so wie die Kanzlerin, sondern einen vitaleren, vielleicht auch visionäreren, mutigeren Politikstil pflegen. Vielleicht hat das auch was mit Männlichkeit zu tun, dass irgendwie die Zeit dieser Art von moderierender Politik sich eher dem Ende neigt und ein anderer Politikstil wieder im Kommen ist. Und da wirkt natürlich die Kanzlerin schon möglicherweise dann wie eine Figur von gestern. Und da sehe ich schon auch eine Gefahr und eine Chance für jemanden, der da mit einem neuen Stil kommt. Aber was soll das mit Männlichkeit zu tun haben? Darf ich das kurz mal noch mal? Darüber bin ich jetzt so etwas gestutzt. Ich finde das schon. Ja, männlich? Ja, ich glaube, dass. Weiblich? Ich glaube, dass die Art, wie Merkel Politik macht, schon auch eine weibliche Art ist. Also als in erster Linie das zu verstehen, als ich moderiere verschiedene Positionen, ich versuche einen Ausgleich zu finden, ich warte ab, bis so, während dieses stärker Visionäre zu sagen, ich will das, ganz klar, ich gehe in die Richtung, dass das schon auch was Männlicheres ist. Von Anno Dunnemars die Einstellung, finde ich merkwürdig. Ich glaube, viele wollen einen zupackenden Politikstil. Entschuldigung, Herr Mattes, aber irritiert es Sie nicht, dass das gerade von der Frau kommt? Ja. Das hat kein Amateur-Macho hier am Tisch gesagt. Wer immer die Rolle auch ausfüllen könnte. Ja. Offen gestanden. Aber gibt Ihnen das nicht zu denken, also, dass es von einer Frau kommt? Ja, aber als ob nicht ein Mann genauso ausgleichend sein könnte wie eine Frau oder eine Frau nicht genauso angriffslustig sein könnte wie ein Mann. Ich finde, es ist ein bisschen überholt, das Stereotyp. Wenn ich mir die Bundeskanzler anschaue, dann würde ich sagen, dass sie schon die Erste ist, die auf diese Weise positioniert. Aber Margaret Thatcher war ja nur auch eine Frau. Oder wollen sie hatte Hufeisen. Ja. Die war ja nun vom Typus her absolut konträr zu Angela Merkel. Ich glaube, eher ist es eine Persönlichkeitsfrage. Angela Merkel ist der Mensch, der sie ist. Und als der Mensch macht sie die Politik, die sie
sie macht. Keiner kann aus seiner Haut. Thatcher macht, hat eine andere Politik gemacht und man muss also jetzt auch gar nicht zu Margaret Thatcher gehen. Ich glaube, dieses Mutti-Narrativ, das stimmt einfach nicht. Also Frau Merkel hat das war auch nicht mein Narrativ. Einige Herren in der CDU bestätigen, hat einen ausgeprägten Killerinstinkt, den manche Männer gerne hätten. Ja, also, das würde ich auch überhaupt insofern nicht würde ich sagen, führt sie aber einen übergeschlechtlichen Regierungsstil. Wir wischen das mal weg. Ich fand das ganz amüsant, ist aber, glaube ich, eher ein Seitenweg. Herr Oppermann, wenn Sie sich das angucken, wir alle wissen noch, wie die CSU gerüttelt hat, getobt hat, geklagt hat. Alle waren daran beteiligt, Sie natürlich am wenigsten, klar, das haben wir festgestellt. Sind Sie neidisch, Herr Oppermann, wenn Sie feststellen, wenn es um Macht geht, wenn es um einen Wahlkampf geht, wie geschlossen die Union über alle Gremien weg, und Union heißt in diesem Fall CDU und CSU, dastehen kann? Herr Söder singt das hohe Lied auf Frau Merkel heute also Abend. Schon bemerkenswert, muss ich sagen, wie Herr Söder über Frau Merkel gesprochen hat, heute und sonst. Ich glaube, dass das keine echte Versöhnung ist. Die Probleme sind auch nicht gelöst. Es gibt fundamentale Differenzen zwischen Seehofer und Merkel. Die haben sie aber vertagt. Sie wollen da vor der Wahl nicht darüber reden. Das soll dem Machterhalt dienen. Darum geht es ganz allein. Nach der Wahl brechen diese Konflikte auch wieder auf. Und Frau Merkels Politikstil will ich nicht kritisieren, dass sie eine eher, sagen wir mal, so auf Sicht fährt und so und pragmatisch ist, das habe ich nicht zu kritisieren. Damit hat sie ja in der Vergangenheit auch durchaus Erfolg gehabt. Was mich stört, ist, dass sie die Probleme aussitzt, dass sie abwartet und abwartet und nicht sieht, wie wir die Zukunft dieses Landes jetzt gezielt vorbereiten müssen für die nächste Generation. Das klingt, ist eine Art Schlusswort, und Sie haben jetzt die Gelassenheit, das einfach hinzunehmen, statt einer Schlussrunde. Oder? Haben Sie? Das ja, ist toll. Total, ja, total. Klasse. Danke Ihnen auch, Herr Söder. Die Sitzung war therapeutisch. Genau. Ja, aber zu einem bei so viel Romantik in dieser Sitzung, ja. Genau. Ja, verspotten Sie es nicht. Anders, nee. Ulrich Matthes, wir haben vor der Sendung darüber gesprochen, und unsere Zuschauer haben das ja im Teil auch mit harscher Kritik verbunden. Oppermann muss sich das gefallen lassen. Sie haben ein Anliegen. Das geht mir auch oft so, wenn ich irgendwo bin, dass Leute sagen, ja, die sind doch alle gleich, diese Politiker, und guck dir das doch an. Also so eine generelle Politikerschelte. Das ist etwas, was Sie aufregt. Statt eines Schlusswortes, was antworten Sie Menschen, die mit diesem ja immer sozial erwünschten Politikerbashing daherkommen? Lieber Herr Smetana, ich glaube, Sie waren es. Oh, den wollen wir jetzt nicht persönlich nehmen. Keine Zuschauer beschimpfen. Ja, nein, ich wollte ihn gar nicht beschimpfen, im Gegenteil. Ich wollte eigentlich ihm ganz sanft zureden. Ich glaube, er hat gesagt, die Politik trampel Oppermann, Gabriel und Stegner. Und ich glaube, dass wir in diesem Land das Privileg haben, dass unsere Spitzenpolitiker aller Parteien erstmal, ich nehme mal die AfD aus, das gebe ich zu, alle anderen Parteien rackern sich erstmal ab. Wie in allen Berufen gibt es so eine und solche. Und es bringt mich auf die Palme, dass natürlich hat man politische Sympathien und persönliche Sympathien. Aber diese allgemeine Politikerbeschimpfung, sie seien alle gleich, sie seien faule Säcke, sie seien Politiktrampel. Denkt doch, bevor ihr das äußert oder twittert oder sonst wo schreibt, einmal noch mal kurz nach. Und ich möchte diesen Menschen sagen, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Kurz mal, wir haben das Privileg, auch dass wir Frau Merkel, Herr Schulz, beide sind absolut respektabel. Guckt euch um in der Welt, was da sonst so kreucht und fleucht, und seid froh, dass ihr in Deutschland lebt, kann ich nur sagen. Dankeschön, Herr Matthes, für dieses Schlusswort. Und wir gehen zu den Tagesthemen. Karl Mioska sehe ich da. Hallo, Frau Mioska. Hallo. Was ist Ihr Tagesthema heute? Wir machen gewissermaßen mit Wahlkampf weiter, denn um die Gunst des neuen französischen Präsidenten, Sie haben ihn schon angesprochen, ist so eine Art Wettbewerb ausgebrochen. Sigmar Gabriel hat Emmanuel Macron schon am Flughafen abgepasst, bevor die Kanzlerin dann Fotos auf dem roten Teppich mit ihm bekam. Der erste Berlin-Besuch des Neuen aus Paris jetzt bei uns. Dankeschön, Karl Mioska. Danke an Sie. Sie waren uns ein sehr aufmerksames Publikum. Danke an die Runde, an Herrn Oppermann heute ganz besonders. Herr Matthes, herzlichen Dank. Frau Hoffmann, herzlichen Dank. Herr Schumacher, herzlichen Dank. Herr Söder, ganz herzlichen Dank. Faktencheck, weiß ich gar nicht, ob es heute so viel zu checken gibt. Ab morgen Mittag, nächste Woche 21 Uhr.